Die Logik hat das Ziel, Argumente auf ihre Gültigkeit bzw. Aussagen auf ihre logische Wahrheit hin zu überprüfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Aussagen faktisch wahr sind. Formale Logiken wie die Aussagen- oder die Prädikatenlogik abstrahieren daher völlig vom Inhalt der einzelnen Aussagen. Die formale Logik interessiert sich ausschließlich für die logische Form von Argumenten. Zu diesem Zweck abstrahiert sie vom Inhalt der Sätze. Sie sagt, dass man jeden Satz in seine inhaltlichen und seine logischen Bestandteile bzw. Begriffe zerlegen kann. Nehmen wir als Beispiel einmal das Argument aus dem letzten Video. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Es regnet, also ist die Straße nass. Die inhaltlichen Bestandteile beziehen sich auf Dinge in der Welt, beispielsweise die Straße, den Regen oder die Eigenschaft nass. Die logischen Bestandteile haben eine logische Funktion. Logische Bestandteile sind beispielsweise nicht, und, oder, wenn, dann, genau dann, wenn. Um herauszufinden, ob ein Argument gültig ist, muss ich seine logische Form rekonstruieren. Dies gelingt mir, indem ich alle inhaltlichen Bestandteile durch Variablen, durch Platzhalter ersetze. In der Aussagenlogik sind die inhaltlichen Bestandteile die unzerlegbaren Teilaussagen oder Elementarsätze. Die Variablen nennt man Aussagevariablen, zum Beispiel A, B, C. Wie sieht unser Argument nun aus? Wenn A, dann B. A, also B. Eine solche Schlussform heißt übrigens Modus ponens. Ein Argument mit dieser Schlussform ist immer gültig. Weitere gültige Argumente stelle ich im nächsten Video dieser Reihe vor. Die sogenannte Einsetzung regelt, welche natursprachlichen Teilaussagen den Variablen entsprechen. Die Aussagenlogik behauptet, dass ein Argument gültig ist, wenn seine logische Form gültig ist. Ich kann beliebige Teilaussagen für A und B einsetzen und das Argument bleibt immer gültig. Das bedeutet, dass jedes Argument, das dieselbe Schlussform hat, gültig sein muss. Wenn Paul keine Fehler macht, bekommt er 15 Punkte. Paul macht keine Fehler, also Paul bekommt 15 Punkte. Wenn Mäuse die Welt regieren, gibt es genug Käse für alle. Mäuse regieren die Welt, also es gibt genug Käse für alle. Wie gesagt, die Prämissen müssen nicht faktisch wahr sein, damit das Argument gültig ist. Ein Argument ist gültig, wenn die ihm zugrunde liegende Schlussform gültig ist. Während die Aussagenlogik nur bis zur Ebene der Elementarsätze vordringt, dringt die Prädikatenlogik noch weiter in die Struktur der Begriffe ein. Die Elementarsätze werden also noch weiter zerlegt. Die Idee von logischer Gültigkeit ist jedoch in beiden Logiktypen dieselbe. Die Gültigkeit eines Arguments hängt nur von der Bedeutung seiner logischen Begriffe ab. Umgekehrt können wir durch die formale Logik auch herausfinden, ob Argumente ungültig sind. Nehmen wir einmal folgendes Argument. Wenn es regnet, ist die Straße nass, die Straße ist nass, also regnet es. Hier ist die Schlussform, wenn A dann B, B also A. Die Einsetzung regelt, dass A es regnet und B die Straße ist nass bedeutet. Dieser Schluss ist nicht gültig, es handelt sich um einen formalen Fehlschluss. Aus den beiden Prämissen folgt nicht logisch die Konklusion. Dass die Straße nass ist, kann eine andere Ursache haben als Regen. Beispielsweise könnte die Feuerwehr kurz vorher ein brennendes Fahrzeug gelöscht haben oder der Gartenpool des Nachbarn könnte geplatzt sein. Dass dieses Argument ungültig ist, wird besonders deutlich, wenn wir für A und B andere Elementarsätze einsetzen. Zum Beispiel: A. Karin ist hochschwanger. B. Karin hat einen dicken Bauch. Wenn Karin hochschwanger ist, hat sie einen dicken Bauch. Karin hat einen dicken Bauch, also ist Karin hochschwanger. Ganz offensichtlich kann es andere Ursachen für einen dicken Bauch geben als eine Schwangerschaft. Die formale Logik untersucht nicht nur, welche Argumente gültig sind, sondern auch, welche Aussagen logisch wahr sind. Wie wir im letzten Video gesehen haben, ist die Grundannahme der klassischen Logik ihre sogenannte Zweiwertigkeit, die auf Aristoteles zurückgeht. Eine Aussage ist entweder wahr oder falsch, beziehungsweise umgekehrt formuliert, keine Aussage ist zugleich wahr und falsch. Eine logisch wahre Aussage wäre demnach A oder nicht A. Entweder ist A oder A ist nicht.
Diese Aussage ist logisch wahr, wenn ihre Aussagenform logisch wahr ist. Und die Aussagenform ist logisch wahr, wenn jede ihrer Einsetzungen wahr ist. Für die Aussage unten bedeutet dies, dass egal welche natursprachlichen Sätze wir für A einsetzen, die Aussage immer wahr ist. Beispielsweise, es regnet oder es regnet nicht, Mäuse regieren die Welt oder Mäuse regieren nicht die Welt, Karin ist schwanger oder Karin ist nicht schwanger und so weiter. Mit der formalen Logik lässt sich außerdem sehr übersichtlich bestimmen, was aus wahren bzw. falschen Teilaussagen folgt. Wahr und falsch heißen in der Logik Wahrheitswerte. Wir haben bereits am Anfang des Videos gesehen, dass ein Satz aus logischen und inhaltlichen Bestandteilen besteht. Die logischen Bestandteile verknüpfen Elementarsätze bzw. Teilaussagen miteinander und bestimmen dadurch, ob die zusammengesetzte Aussage wahr oder falsch ist. Sie werden deshalb auch wahrheitsfunktionale Aussagenverknüpfungen genannt. Je nachdem, durch welche wahrheitsfunktionalen Aussagenverknüpfungen die Teilaussagen verknüpft sind, ergeben sich unterschiedliche Wahrheitswerte. Werden beispielsweise zwei Teilaussagen mit der Konjunktion und verknüpft, so ist die zusammengesetzte Aussage dann und nur dann wahr, wenn beide Teilaussagen wahr sind. Das bedeutet konkret, wenn A wahr ist und B wahr ist, ist A und B wahr. Wenn A wahr ist und B falsch ist, ist A und B falsch. Wenn A falsch ist und B wahr ist, ist A und B falsch. Wenn A falsch ist und B falsch ist, ist A und B falsch. Um die einzelnen Wahrheitswerte übersichtlich darzustellen, benutzt die Aussagenlogik sogenannte Wahrheitstafeln. Die Wahrheitstafel für unseren Fall sieht so aus. Solche Wahrheitstafeln gibt es für alle wahrheitsfunktionalen Aussagenverknüpfungen. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Skript der Universität Hannover mit weiteren Tafeln auf den Seiten 19 bis 24. Überzeugt dich die formale Logik? Hältst du die völlige Abstraktion von Inhalten für sinnvoll? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Um Typen von Argumenten, die immer gültig sind, geht es im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet-Lernset Formale Logik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!